Mal schauen, was uns hier erwartet in der Schreckensburg. Sammle Sterne, die du Quests abschließt, ja. Dungeon, die Schreckensburg. Nur fürs Betreten haben wir schon mal einen Zauberstab bekommen. Gesperrt. Beim Formquest werden vom Desaster beglückt. Okay. Aber das ist Mist. Wieso? Kann ich ja hier gar nicht leveln. Ich sehe dich, Eindringling. Eine finstere Präsenz hat in diesem Bereich alle Formquest-Fortschritte blockiert. Benutze deine Form strategisch klug und gib dein Bestes, um zu überleben. Was ist das für eine hässliche Burg? Fort mit euch, ihr Biester, schmeckt mein Stahl! Ah, mein Freund, pass gut auf, ich komme einfach nicht an diesen ersten Welle vorbei. Das sind die dämonischen Schutzzauber gehüllt und meine Klinge ist offenbar zu stumpf. Ernsthaft? Zeit für deine Ausbildung. Alle Angriffe verursachen eine dieser Schadensarten. Scharf, stumpf, dunkel oder hell. Gegner mit Schutzzaubern sind unverwundbar, wenn man sie nicht mit der richtigen Schadensart trifft. Mach den Angriff mit einem Dunkelangriff verwundbar und besiege ihn dann. Öffne das Formmenü mit. Wenn du eine andere Form wählen musst. Oder hier. Ja. Dann halt so. Wir haben gemeint, wir sollen das so machen. Also, okay. Aber wir haben ja noch doch hier, wir haben auch Well. Prima, versuchen wir es mal mit einer anderen Schadensart. Mach den Gegner mit einem scharfen Angriff verwundbar und siege ihn dann. Öffne das Formmenü mit Tab, wenn du eine andere Form wählen musst. Okay. Du kannst wirklich gut auf dich aufpassen, Zauberer. Ich bin Amanda, Anführerin der Rittergilde. Ich wurde da drin in die Enge getrieben. Tippe, halte M gedrückt, um schnell die Form zu wechseln. Das wissen wir doch schon. Oh, Zauberer, du hast deine Form aber schnell geändert. Ja, muss ich halt. Keine Sorge, mir geht es gut. Nichts, was ein Happen Wurmwurz und ein Schluck Bitterwasser nicht wieder hinbekämen. Lecker Schwein. Ein paar Fliegen, aber das stört ja nicht. Das ist noch essbar. Das ist noch essbar. Zweite Etage.
ist jetzt nicht sehr groß. Oh, Münzen. Ich sollte die Münzen nicht liegen lassen. Also ich muss 51 besiegen, okay. Zählen die auch? Oh. Ja, du bist auch gleich dran. Ich sag ja, du bist gleich dran. So. Jetzt hätte ich nur noch eine Anzeige, wie viele wir besiegt haben. Das wäre noch interessant. Oh, Schweini. Eine Burg und dann ist irgendwie ja, klar gewesen. Man auch immer den Tisch für die Treppe stellt. Das ist natürlich sehr klug, immer schön den Tisch vor die Treppe, dass keiner hoch kann. Aber die andere Seite lässt man natürlich offen. Ui, Truhe. Es ist vielleicht ein bisschen viel. Aber nur ein bisschen viel. Zumindest kann man hier ganz gut Money sammeln. Ach, immer die gleichen Viecher. Die müssen doch langsam lernen, dass sie keine Chance haben. Aber sogar eine Verbesserungsmünze gab. Oh. Für Verbesserungsmünzen bin ich immer offen. Ah. So. Und ein Hähnchen. Das ist der große Astromagus wahrscheinlich hier auf den Plakaten. Oder Gemälden, je nachdem. Ja, Gemälde wahrscheinlich dann eher. Wir haben sogar ein paar mehr, als wir brauchen, gemacht. Okay. Sind halt vorbildlich. Give me money. Neunundfünfzig, ja gut.
Danke. Da. Mieze, böse Mieze. Ich sag ja böse Mieze. Levelt. Endlose Quest. Erledige Gegner. Nein. Oh. Die Schreckensburg haben wir nicht ganz geschafft. Wenn wir jetzt gerade das Money kriegen, warum nicht? Das Problem ist, wir kriegen hier keine XP. Okay. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Also erstmal unser erster schlimmer Tod. Ich muss hätte verkneifen sollen. Aber unsere Ratte ist halt. Ich weiß nicht. Es ist halt eine Ratte. Ist halt nicht unbedingt dafür ausgelegt. Mano, Mano, Mano. Ist ja gut. Die richtig einzusetzen, ist immer leichter gesagt als getan. Er hat wenigstens noch eine gute Verteidigung. Habe ich ja mit der anderen leider nicht so. Ja gut, ich sollte vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Ah.
Aber das ist jetzt gerade auch nicht so gesund. So, jetzt sieht's doch schon wieder besser aus. Ach, noch mehr solche komischen Viecher. Ich mag die nicht. Ich mag die ganz und gar nicht. Ach, da oben steht ja auch, wie viel wir schon haben. So. 67 von 61, okay. Also kommen wir ja next. Wir können uns verbessern. Knabbern. Knabbern ist... Ich weiß nicht, ich mag Knabbern eigentlich nicht, aber es hilft halt. Bravado. Ja, machen wir das auch noch. Oh, das ist noch eine Truhe. Ich hab eine Truhe stehen lassen. Das geht aber mal gar nicht. Also eine Truhe stehen lassen ist... Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich war wohl irgendwie ins Kämpfen vertieft. War ins Kämpfen vertieft. Das wird halt auch jetzt... Moment. Wir müssen hier lang. Richtig so. Verstärken und konnte vom Money her kann man auch rausgehen. Aber das bringt uns halt nichts. Ja, das sind halt Giftdinger. Und Giftdinger, wir haben den Bogenschützen. Ja, noch mehr. Müsste das nicht? Ich dachte eigentlich. Okay. So geht's halt auch. Einfach immer wechseln.
Ja, gut. Das heißt, wir werden sehr viel ausweichen jetzt. Sehr, sehr viel ausweichen sogar. Oh Gott. Ja. Das war unfair. Das war sowas von unfair. Aber wir haben halt auch, was Gift angeht, nicht sehr viel momentan. Wir haben halt eigentlich nur die beiden. Und er ist halt giftmäßig echt nicht, wo ich jetzt sage, wow. Ich brauche gerade irgendwie Leben. Das war aber kein Leben. Oh Gott. Okay, das war nicht, wie ich es mir ausgemalt habe. Wir müssen uns, glaube ich, noch ein bisschen verbessern. Wir können hier gut Gold sammeln. Deswegen hat man wahrscheinlich auch hier die Türme, dass man die nicht nur einmal geht, sondern mehrmals. Ja, warum nicht? Dunkel und hell. Lass dich nicht umbringen. Nö, nö. Habe ich zwar schon, aber nö, nö, lasse ich mich nicht. Aber danke für den Rat. Und ich bin immer noch nicht gut genug, wer weiß. Weiß hier nie. Die erste Hälfte ist ja leicht. Die zweite Hälfte ist so, das Wechseln ist noch nicht unbedingt das, wo ich so noch nicht so richtig fein mit bin.
Aber es gibt halt in den königlichen Turm mehr Money. Ja gut, stampfe einmal mehr, das kriegen wir auch irgendwo noch hin mit dem Gegner. Wir brauchen nur noch einen Gegner. So. Stampfen. Stampfen 3. Moment. Filter. Ah. Tränenflut. Schnecki habe ich halt so gar nicht gelevelt bis jetzt. Aber ist das wichtig, dass wir die leveln? Ich weiß es halt nicht. C, F, C, D. C, F. Okay, das ist auch. Ich dachte, weil der kann ja vergiften. Aber nö. Der Bogenschütze kann es vergiften, aber das interessiert der ja nicht. Das interessiert halt gar nicht. Ob der nun vergiften kann oder nicht. Deswegen. Holen wir uns halt alles, was an Money ist, raus. Und verbessern uns. Bis wir es hin schaffen. Und uns eine gute Strategie ja, zurechtgelegt haben. Wäre halt ganz gut, wenn ich vielleicht nicht halb tot hier reingehen würde, aber ja. Man kann sich's halt nicht aussuchen. Das zum Thema nicht halb tot reinlaufen. Es hat sich halt gerecht. Aber wir verlieren halt nicht unser Money, was halt echt positiv ist. Also wir werden besser. Entweder weil wir sterben oder weil wir halt, ja, uns genug verbessert haben. So. Den nehme ich natürlich mit. Ich muss ja eigentlich nur einmal vergiften. Eigentlich ist das halt echt nicht viel. Einmal ein Giftrache, also einmal irgendwie mit den richtigen draufgehauen und dann ist das Schutzschild ja weg.
merke das halt, hier ist es recht einfach, aber der Schwertkämpfer ist halt auch relativ stark. Dann haben wir wieder 500. Es reicht halt wirklich ein Angriff. Ein Angriff der richtigen Art. Aber leider kann ich ja nicht leveln. Also die eine Quest. Wäre halt auch zu leicht. So. Ich mag die Fernkämpfer nicht. Ich kann die gar nicht ab. Kriegen hier auch nicht genügend. Die regenerieren halt auch nicht genug. Wenn man mehr regeneriert, geht das halt. Wir regenerieren halt nur Mana. Mana ist, ja. Mana ist gerade nicht unser Problem. Nicht wirklich, zumindest. Dabei habe ich sonst immer so ein bisschen auch solche Mana-Probleme. Und jetzt heißt es Vorsicht. So. Machen wir das so. Nein. Vielleicht auf dem falschen Tasten. Da hinten, genau. Eigentlich finde ich das auch wieder. Das war jetzt halt wirklich nicht das Problem. Zu ein oder zwei. Ein oder zwei, das kriege ich noch irgendwie hin. Ja.
Lief ganz gut. Da ist eine Mieze unten. Also ein Fernkämpfer. Ich weiß nicht, irgendwie. Wahrscheinlich doch mit Controller besser, aber ich bin da nicht. Bin für Controller nicht zu haben. Ist das so angenehmer? Gut. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ich mag die nicht. Und das bleibt dabei. Ich mag die nicht. Halt überhaupt nicht. Ja, das sind nur die gehen ja. Aha, das sieht doch gut aus. Warum eigentlich nicht gleich so? Wäre ja so gesehen zu leicht gewesen. Ja. Sehr gut. Also das sollten wir doch jetzt hinkriegen. Das Schlimme ist, je nachdem was kommt, es wird nicht leichter. Yeah.
Na. Manchmal vertue ich mich noch mit der Steuerung. Aber ja, bis auf 3 haben wir es ja schon. Bis auf 3. Das müsste der letzte gewesen sein. Dann haben wir die zweite Ebene geklärt. Ja, wir haben die zweite Ebene geschafft. Ja gut. Dauert halt ein Stück manchmal, aber wir kriegen das hin. Jetzt ist nur die Angst, es könnte sein, dass jetzt die Schnecke kommt. Und die Schnecke ist nicht gelevelt, sagen wir mal so, wie es ganz einfach ist. Die ist nicht besonders... Oh, doch nicht. Okay, wir können also direkt zum Boss. Das ist natürlich jetzt richtig. Uff.